Im Zoo Hannover ist Frühjahrsputz. Das machen ja viele gerne, ne? Leute zu beobachten, die arbeiten. Ist ja immer so, ne? Niedersachsens ältester Zoo putzt sich raus für die Sommersaison. Ich hab doch gesagt, du sollst das Große nehmen. Der passt doch da gar nicht rein. Weiß nicht, was hat der? Weiß ich nicht, schwer. Die Elefanten wollen ja auch was zum Gucken haben hier. Und so haben sie wieder was Neues zu entdecken. Großreine machen für Bewohner und Besucher. Das Problem ist, dass wir den ganzen Dreck von den Wänden hier abmachen. Das schwebt jetzt umher. Es sind nur noch ein paar Wochen bis zum Start der Hauptsaison im Zoo Hannover. Wollen wir noch mal gucken, wie es aussieht. Also selbst dem Pinguin ist es zu kalt, würde ich behaupten. Ja, keiner zu sehen. Tierpfleger Benedikt Knöppe und Lukas Stellies müssen ins Wasser im Revier Yukon Bay. Dabei ist heute wahrlich kein Badewetter. Es sinkt nicht weiter. Muckelige 10 Grad, ist doch schön, oder? Das ist schön. Da können wir fast die Eisweste weglassen. Ja, kannst ja gerne mal ausprobieren. Na gut, vielleicht ziehe ich sie doch an. Frühjahrsputz trotz Kälte, bei der selbst die Bewohner der Anlage auf keinen Fall ins Wasser wollen. Bei 10 Grad ist denen kalt. So ab 20 Grad fühlen die sich wohl. Das sind halt Brillenpinguine, die eigentlich aus Südafrika kommen. Und dementsprechend verkrümeln die sich gerne in den warmen Innenbereich. Der Pinguinstall ist beheizt, da lässt es sich gut aushalten. Da sitzen jetzt gerade Julien Noel und Angela. Normalerweise leben Pinguine monogam, haben also ihr Leben lang einen Partner, solange der nicht verstirbt. Die beiden teilen sich eine Frau. Das heißt, Sigrid ist die Frau von Angela und Julien Noel. Und die führen eine lustige Dreiecksbeziehung. Während der Porutzeit haben die dann auch zwei Nester wirklich. Das heißt, jeder Mann hütet ein Nest und Sigi wandelt dann immer zwischen den Nestern. Na, machen wir euer Becken mal sauber, würde ich sagen. Wenn Pinguine schlüpfen, kriegen sie vom Zooteam einen Namen. Da das Geschlecht so früh noch nicht zu erkennen ist, heißt ein Männchen schon mal Angela. Genießt die Wärme, gleich ist es vorbei. Ja. Die Tierpfleger von Yukon Bay haben fast alle Tauchscheine. Drei Becken kriegen jetzt im Frühjahr eine Grundreinigung. Dort leben Pinguine, Eisbären und Robben. Also erstmal muss man natürlich auch das wollen und auch da Lust zu haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass man deswegen nur eingestellt wird, wenn man einen Taucherschein hat. Also ist natürlich ganz praktisch, auch für beide Seiten, wenn man über den Zoo den Tauchschein macht natürlich. Einmal für sich selber dann natürlich auch. Und natürlich hat der Zoo da auch was von. Die wollen natürlich auch Personal haben, das regelmäßig tauchen geht. Und dann ist das natürlich von Vorteil. Benedikt und Lukas sind für mehr als 50 Tiere verantwortlich. Ja, oh, viele. Das heißt, zum Beispiel die Dame da, das ist die Pamela. Hi Pam, das ist eine von unseren kalifornischen Seelöwendamen. Die ist immer sehr neugierig und möchte gerne wissen, was so passiert. Hi, was machst du denn da? Bist du frech? Ja. Nur Unfug im Kopf. Die geht auch baden. Die genießt das Wetter aber mehr als ich. Bei der Kälte tragen die Tierpfleger besonders dicke Taucheranzüge. Ganz wichtig ist auch immer, wenn man den Trockentuchanzug zumacht, dass man am Ende so 2 Zentimeter offen lässt, damit der Kollege auch merkt, dass das Wasser auch wirklich kalt ist. Das ist das Wichtigste von allem. Benedikt trägt über seinem Anzug einen zweiten, eine sogenannte Eisweste. Doppelt hält länger warm. 2 Stunden müssen sie gleich im Wasser aushalten. Hier mal da, der ist nicht so wichtig. Ja, genau, danke. Auf die Socken machen sich auch die Tierpfleger-Azubis. In ihrem Revier liegt der Sambesi, ein künstlich angelegter Fluss, auf dem bald die Besucher wieder in Booten fahren sollen. Dort wird für den Großputz heute das Wasser abgelassen. Vorher müssen die Fische raus. Genau, es kommt so ein bisschen darauf an, wie schnell die Kollegen schon sind und ob sie es schon geschafft haben mit dem Ablassen. Und dann müssen wir halt einfach schauen. Also wenn das Wasser natürlich noch nicht so wirklich abgelassen ist, wird es ein bisschen schwieriger. Oder beziehungsweise für die Azubis schwieriger, halt die Fische zu fangen. Und dann schauen wir mal. Mary, hast du schon auch? Nimm alles mit. Ja, nimm alles mit. Dann können wir die Bottiche noch nehmen.
Die Azubis fangen heute zum ersten Mal Fische. Sonst kümmern sie sich um ganz andere Wildtiere im Zoo. Nur Tierpflegerin Antonia Prahl hat schon Fischerfahrung. Ihr habt diesen Kescher. Das Besondere ist, die sind unten offen. Das heißt, ihr müsst ein bisschen mit euren Ärmeln ins Wasser gehen. Dann macht ihr den Fisch hier rein und haltet dann natürlich hinten das zu, damit der Fisch nicht raus kann. Prinzip dieser Öffnung ist halt einfach, dass sich der Fisch so wenig wie möglich verletzt. Aber für alle Großen gilt immer, möglichst schnell ins Flussfettbecken setzen. Gerade wegen dem ganzen Sauerstoff und halt auch Stress für die Fische. Na dann Augen offen halten. Erst wenn die Fische und dann das Wasser raus sind, kann die Reinigung starten. Wo ist denn der Golden von eben dran? Da, guck mal, da sind welche. Oh, da ist auch gleich ein großer, oder? Der dunkle? Ja, da hier sind schon 4, 5 Stück. Hast du einen? Ja. Doch. Laura hat den ersten. Das ist schon mal gut. Wie viele Fische im Fluss schwimmen, wissen die Tierpfleger und Pflegerinnen nicht genau. Es sind vor allem Kois, Goldfische und Karpfen. Also wir haben hier im Zoo ja eigentlich bis auf die Fische hier bei uns im Fluss gar keine Fische. Das ist so das einzige Mal, wo wir so richtig mit Fischen in Berührung kommen. Aber es ist auch mal ganz schön, mal andere Tiere zu haben. Tierpflegerin Mary Vogt versorgt normalerweise Bisons und Wölfe. Die gefangenen Fische kommen während der Reinigung in das Becken der Marabu- und Flusspferdanlage. Hier bleibt das Wasser drin. Inzwischen läuft das Wasser im Fluss immer schneller ab. Teile der Anlage liegen bereits trocken. Das ist ein Problem. Wo sind die Fische? Hier sind ganz viele kleine. Also wir hatten 7 große Karpfen und halt ganz viele kleine. Ja, wir brauchen erstmal die großen. Ja. Weil hier schon ganz viele Fische im Trockenen liegen, kurz vorm Krepieren. Die Fischfänger haben eine neue Taktik. In einigen Bereichen steht das Wasser noch kniehoch. Dort wird zuerst gesucht. Ah, da sind welche. Ja. Nimm das große Netz. Der Vorteil, bei niedrigem Wasserstand können sie die Fische leichter finden. Ich hab doch gesagt, du sollst das große nehmen. Der passt doch da gar nicht rein. Nein. Willst du ihn mit dem Netz lassen, oder was? Geil. Weiß ich nicht, was hat der? Weiß ich nicht, schwer. Außer Fischen finden sich im Flusslauf noch wahre Schätze. Bei uns ist es immer so, wir finden zwischendurch immer ganz lustige Sachen. Also zum Beispiel wie hier so Spielzeug von kleinen Kindern. Aber auch Sonnenbrillen haben wir zum Beispiel heute schon gefunden. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel einen BMW-Autoschlüssel. Den haben wir dann natürlich geputzt und abgegeben. In der Hoffnung, dass sich der Besitzer vielleicht doch noch meldet. 750.000 Besucher verlieren pro Hauptsaison allerhand. Man muss sich einfach vorstellen, dass es warm ist hier drin, dann geht das. Sommer, 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 es ist Sommer, es ist nicht kalt. Oh, das ist kalt, Alter. Ja, da war einer, aber ich sehe ihn nicht mehr. Man spürt sie an den Füßen. Aber da können wir ihn besser fangen. Oh. Hat sie ihn? Ja! Fisch für Fisch kommt ins Übergangsquartier zu den Flusspferden. Die Azubis haben es geschafft. Alle Fische haben überlebt. Jetzt kann das Reinigungsteam im Flussbett loslegen. Ja, das ist der letzte. Vom letzten Bambus sind Gärtner Marvin Behrens und sein Team noch weit entfernt. Sie legen gerade erst los, da der Boden nicht mehr gefroren ist. Über 100 Pflanzen müssen die nächsten Tage in die Tiergehege. Wir nehmen den hier, ja. Der ist schön. Den vorderen nehmen wir auch, da auf der Ecke, wo wir schon mal einen gerodet haben. Und dahinter, habe ich auch gesehen, da stehen auch noch schöne. Was auf dem Bauplatz überwintert hat, soll im Zoo an anderer Stelle wieder Farbe in die Gehege bringen. Das ist natürlich so ein Gewächs, das ist immer grün, leitet unsere Blicke und auch die von den Besuchern. Also von daher ist das ein Gras, das zählt dazu den Gräsern, was sich da an der Stelle gut anbietet. Ein Busch kommt zu den Erdmännchen. Hallo. Moin. Moin. Na? Stimmt, wie immer? So ist es. Ja, wir wollen den Bambus hier heute mal einsetzen. Ja, gerne.
Kleinen warten schon auf euch. Sehr schön. Habt ihr euch schon überlegt, wo ihr hinhaben wollt? Am besten einfach hier vorne direkt. Da sind ja schon die anderen Tonnen. Weil da hinten buddeln die ganz gerne mal. Und damit es nicht ganz einstürzt, hier vorne sieht ja alles noch recht stabil aus, würde ich einfach sagen, direkt daneben. Passt dazu. Jo. Das machen wir. Die Kleinen freuen sich halt einfach mal was anderes. Und gerade in den Bambus kann man super toll Mehlwürmer zum Beispiel reinstreuen. Und dann sind die da stundenlang mit beschäftigt. Und für die Besucher ist es halt auch mal ein schöner Anblick. Und ein bisschen was Grünes ist ja auch fürs Auge mal gut. Das Gehege gehört zum Sambesi-Revier. Neben den Fischen im Fluss kümmert sich Antonia Prahl auch um die Erdmännchen. Ja, diese kleinen Wuseln, man sieht das ja schon, die kann man kaum bändigen. Und gerade, also uns ist das Risiko halt einfach zu hoch, ne? Wenn da dieser schwere Bottich mit dem Bambus auf einmal auf die Kleinen knallt, das möchten wir einfach nicht riskieren. Ne? Alle 14 Stück sind drin. Von daher können wir uns gerne draußen loslegen. Herr Erde? Erstmal Erde. Ja. Ich glaube, da brauchen wir bald alle vier Säcke. Ab März beginnt für den Gärtner Marvin und seinen Kollegen Jan Seemann die arbeitsreichste Zeit im Jahr. Überall werden sie jetzt gebraucht. Viele Tierpflegerinnen und Pfleger wünschen sich frisches Grün. Denk mal, drei unten rein, zwei bis drei und einen noch mal oben rauf. Gut, dann lass uns mal gucken, ob der passt. Okay. Ja, passt noch nicht. Ich würde sagen, wir nehmen den hier noch mal ein Stück weg. Ja. Der Bambus, der ist ja immer schön robust, das kann der gut vertragen. Ja, ne? Das macht den gar nichts, ne? Nee. Jo. Lass uns den nochmal probieren. Mhm. Aber das sieht schon ganz gut aus. Ja, super. Im Winter muss er natürlich geschützt werden, dass der Topf nicht durchfriert. Aber sonst kann man die auch ohne weiteres in Töpfen halten. Irgendwann kann es auch mal passieren, dass ein Topf dann gesprengt wird durch das Wurzelwachstum. Aber man kann ihn auch umpflanzen. Der erste Bambus des Jahres ist in der Erde. Also erstmal würde ich auf den ersten Blick sagen, sieht ganz gut aus. Aber natürlich kommt es darauf an, was die Erdmännchen dazu sagen. Ne? Da sind wir gespannt. Auf jeden Fall. Sie könnten natürlich entweder sehr neugierig sein oder sie haben vielleicht auch Angst davor. Weil jetzt steht da so ein riesengroßes grünes Ding drin, was vor einer Viertelstunde noch nicht da drin war. Die neugierigen Tiere nehmen den Bambus sofort in Beschlag. Und die Mehlwürmer schmecken ihnen auch. Ach guck mal, eure Erde wird auch schon begutachtet. Ja. Fressen auf jeden Fall aus der Hand. Ja. Und wenn sie beißen, merkst du es. Zurück bei den Tierpflegern Benedikt und Lukas. Mit Atemluftflasche und Putzlappen geht es ins Pinguingehege. Direkt daneben wohnt Eisbärin Nana. Morgen! Ja, also Eisbären sind generell sehr neugierig, interessierte Tiere. Nana ist ja, wie gesagt, mit ihren 3 Jahren sowieso noch so ein kleines Spielkind und sucht sich eigentlich mal wieder was Neues. Jetzt hat sie gerade ihren Ball ausgegraben und wird jetzt vermutlich gleich ins Wasser springen, um den Ball noch ein bisschen durch die Gegend zu werfen. Eine Etage tiefer, die Unterwasserwelt. Ach, guck mal an, wer kommt denn da? Na, Nana, alles klar? Willst du gucken beim Scheibenputzen? Thomas Pikarski und Vincente Palomo vom Reinigungsteam putzen hier täglich die Fenster. Vor allem die Hände der Besucher hinterlassen Spuren an den Scheiben der Eisbären. So können wir abziehen, ne? Und wenn die geboren werden, sind die ja so klein wie ein Hamster. Ach, die wie ein Hamster. So groß sind die, wenn die Eisbären geboren werden. Laut Umfragen ist Fensterputzen in deutschen Haushalten übrigens eine der unbeliebtesten Tätigkeiten beim Frühjahrsputz. Ach, jetzt kommt sie. Hi, na, willst du? Na, du willst doch nicht meinen, nicht beißen hier. Ja, sie ist unheimlich spielerisch und das sieht man ja jetzt auch wieder hier in dem Fall. Egal, was ins Wasser kommt. Sofort geht sie drauf und spielt damit. Thomas und Vincente müssen los. Ciao, Nana. Bis morgen. Direkt über der Unterwasserwelt. Die Taucher sind klar zum Putzen bei den Pinguinen. Es ist sehr angenehm. Also
Dadurch, dass der Anzug recht dick ist, spüre ich eigentlich an den Füßen noch gar nichts. Es ist eben ein bisschen was in den Nacken, in den Rücken gelaufen, aber das erwärmt sich gleich und dann lässt sich das aushalten. Pinguine schwimmen im Zoo Hannover in Salzwasser. Die Pflege unter Wasser ist aufwendig. Das Salz führt zu schnellerer Algenbildung und die setzen sich auf Wänden und Scheiben ab. Die Wasserqualität ist natürlich für die Tiere wichtig. Dass die Scheiben sauber sind, das ist den Tieren egal. Das ist dann eher für die Besucher oder auch die Wände, das stört sie nicht so. Wichtig für uns ist halt, dass wir die Futterreste unten raussammeln, dass wir das ganze abgestorbene Material vom Boden einmal absaugen, dass einfach die Qualität stimmt. Außer Putzlappen brauchen die Taucher Saugnäpfe. Wenn ich die Scheiben putze oder auch die Wände, möchte ich natürlich mit ein bisschen Druck putzen, damit ich auch den gröbsten Dreck abkriege. Und wenn ich natürlich ein bisschen drücke, gehe ich gleich nach hinten, weil ich hier im Wasser ja frei schwebe. Und damit ich irgendwie an der Scheibe bleibe, kann ich mich hiermit an die Scheiben poppen und habe dann einen Gegendruck und kann mich damit festhalten und ein bisschen mehr Kraft aufwenden, um die Scheibe richtig sauber zu kriegen. Dann trauen sie sich doch noch raus. Wenn zu Hause schon mal jemand sauber macht, wollen die Pinguine zumindest zugucken. Der eine oder andere, der mag das, der geht dann auch mal mit rein, aber viele halten sich dann lieber draußen auf, wenn wir drinnen sind. Das Becken war dreckiger als gedacht. Das Problem ist, dass wir den ganzen Dreck von den Wänden hier abmachen und das schwebt jetzt umher. Und dieser Dreck muss jetzt auch noch abgesaugt werden. Ein Revier weiter. Im Sambesi ist Ebbe, alle Fische sind raus. Das Reinigungsteam rückt mit schwerem Gerät an. Immer im Frühjahr muss der Schlamm komplett entfernt werden. Eben noch beim Fensterputzen bei den Eisbären, jetzt sind sie beim Flussreinigen. Thomas und sein Kollege Vincente. Wie viele Schläuche wollen wir hier packen? Hinpacken? Ich glaube, 13 Stück. Wir fangen hier vorne an und dann verlängern wir den mal ein Stückchen weiter, mal ein paar Meter. Ein Schlauch ist, glaube ich, 3 Meter lang. Und hier machen wir, glaube ich, 10 Stück. Dann haben wir fast 30 Meter in die Richtung. Zum Einsatz kommen spezielle Saugwagen mit großen Tanks, quasi riesige Staubsauger. Ich gebe dir den mal rüber, ne? Ja, nur Staub mag er gar nicht. Es ist ein Schlammsauger quasi. Also flüssig und nass sollte das Material schon sein. Es ist eine Vakuumpumpe, die erzeugt im Kessel einen Unterdruck. Und dadurch wird das Medium quasi in den Kessel befördert. Innerhalb eines Jahres hat sich eine 10 cm hohe Schlammschicht abgelagert. Wird die nicht entfernt, können die Abflüsse verstopfen. Das kommt hier von den Seiten, ne? In die Boote, durch die Wellen. Fällt das hier alles runter, ne? Die ganzen Blätter hier, Bambus und so weiter, die Laubbäume. Logischerweise fällt in die Laub, das fällt rein, vermodert im Wasser und das bildet den Schlamm. Links und rechts des 400 Meter langen Kanals liegen die Tiergehege von Antilopen, Zebras und Giraffen. Für sie ist es noch zu kalt. Guck mal her. Oh, ja, die sind so schnell. Bitte schön. Oh, Junge, Junge. Ja, ja, den setze ich jetzt hier wieder erstmal aus. Bald ist ja dann. Kann er. So. Ja, natürlich, man muss sie auch retten, ne? Ich habe selber 2 Katzen zu Hause und war auch schon immer schon tierbegeistert gewesen. Also man hat ja eine Jahreskarte sozusagen als Mitarbeiter. Aber da muss ich eher sagen, hält es sich in Grenzen. Wenn ich mal Besuch habe oder so und die wollen unbedingt in den Zoo, dann geht man natürlich mit, ne? Die Flamingos stört das kühle Wetter nicht. Sie haben schon täglich Ausgang. Und sie lassen sich auch vom Lärm vor der Haustür nicht stören. Ja, ich meine, das machen ja viele gerne, ne? Leute zu beobachten, die arbeiten. Ist ja immer so, ne? Aber ich meine, wer kann so einen Ausblick, wenn man arbeitet, von sich behaupten? Das können ja nicht viele.
Aber die sind ja ganz erträglich, also die gaffen ja nicht so schlimm. Ist alles so fest hier, die Scheiße. Ja, ich locker das hier ein bisschen auf, dass wir das gleich besser absaugen können. Endspurt. Nur noch wenige Meter, dann ist der erste Streckenabschnitt für heute geschafft. Vor dem Antilopen- und Zebragehege ist der Boden des Kanals schon wieder zu sehen und die ersten Tanks der Saugwagen sind voll. Das ist alles raus, das ist fertig. War eine ganze Menge. Was haben wir jetzt drin? 4,5 Kubik haben wir jetzt, nur die kleine Ecke hier. Ja. 4 Tage dauern die gesamten Arbeiten. 8 Saugwagen voll mit 64 Kubikmetern Schlamm werden entsorgt. Auch das Tauchteam bei den Pinguinen beginnt jetzt mit dem Saugen. Dafür brauchen sie diese Pumpen. Huch! Könnt ihr noch was sehen? Ein bisschen, nicht viel. Der grobe Dreck von den Wänden schwimmt im Wasser, setzt sich am Boden ab und muss raus. Wenn der Sauger funktioniert. Saug dich. Warum auch immer. Jetzt kommt er wieder. Nee, ich glaube ein dicker Fisch. Ich hab was geangelt. Nee, ne? Ja, aber einen richtig dicken. Nee, ne? Ja. Ich glaube, der kommt von den Robben rüber. Aber er saugt wieder richtig, alles gut. Ja, es kann schon mal sein, dass da irgendwas Dickes im Schlauch hängt und dann verstopft die Leitung. Und dann ein Fisch kann unter Umständen auch mal sein. Ne? Die Pinguine lassen mal einen Fisch fallen, dann ist ein Hering im Schlauch. Das passiert schon mal, aber ich glaube, es war doch nur ein Knick. Laut Umfragen wird in jedem zweiten Haushalt Frühjahrsputz gemacht. Früher, als im Winter noch mit Feuer geheizt wurde, musste die Wohnung vom Ruß befreit werden. Die wenigsten aber müssen zum Putzen ins kalte Wasser. Unsere Jungs sind immer ganz harte Jungs. Die härtesten unter der Sonne, sage ich immer. Ich freue mich immer, wenn sie sagen, sie machen es. Weil es ist schon eine Nummer. Also es ist keine Freude mehr. Das sind Grenzerfahrungen, die man da tätigt. Geschafft. Das Becken ist sauber. Morgen geht es zu den Robben. Im Dschungelpalast kriegen die Elefanten Besuch. Marvin und sein Gärtnerteam sind bei den Erdmännchen fertig. Bambus für Bambus kommt in diesen Tagen in die Tieranlagen. Viel Arbeit kurz vor Start der Sommersaison im Zoo. Gut, stopp. Ein bisschen. Und langsam kippen. Reinrutschen lassen, ne? Ja, ja. Marvin muss heute ans Elefantengehege noch 5 Büsche setzen. Allein ein Bambus wiegt gut 80 Kilo. Nee, der wird so 50 cm ungefähr noch wachsen, aber es wird jetzt kein Riese. Es geht ja hier um den Hang hier oben abzupflanzen und da brauchen wir jetzt keine großen Pflanzen zu setzen. Den Besucherblick auf den Hang, weil hier hinten ist es ja nicht ganz so schön, noch mal ein bisschen umzuändern, thematisch anzupassen und dadurch reichen uns so eine kleine handliche Pflanze. Einmal am Tag kriegen die Elefanten besondere Leckerlis. Die Dickhäuter hören auf ihren Namen. Jumi, brav, super Dicke. Klasse, Khalifa. Jumi hier, gut, Jumi, so ist brav. Indra hier, gut, Dicke. Also sie kriegen natürlich auch jetzt die lauten Geräusche hier mit und was hier gemacht wird. Das finden sie manchmal auch ein bisschen unheimlich. Aber natürlich, wenn hier schönes Grün steht, das sieht natürlich auch verlockend lecker aus. Aber man kommt ja leider nicht dran, ne? Zurück. Marvin hat in einem klassischen Betrieb gelernt. Der Job hier im Zoo, etwas ganz Besonderes. Das ist einzigartig im Gärtnerberuf, dass man die Tiere so hautnah erleben kann und die jeden Tag im Blick dabei hat. Eine Woche später. Der Sambesi ist sauber, alle Fische zurück und Marvin, der Bambusgärtner, hat seinen nächsten Einsatz.
Frühjahr ist bei uns die arbeitsreichste Zeit. Da überschlagen sich hier die Ereignisse. Wir haben ja auch nun bald der Saisoneröffnung. Und da müssen wir auch sehen, dass wir dann alles wieder an Ort und Stelle haben. Mit Kollege Uwe lässt Marvin die Besucherboote zu Wasser. Gut für dich? Gut, ganz runter. Auf jeden Fall kommen sie ja raus zum Reparieren, zum Aufarbeiten. Und das wird ja alles im Winter gemacht. Zudem wurden alle Boote vom TÜV geprüft und auch die Technik im Kanal gecheckt. 18 Boote müssen heute in den künstlichen Fluss. Kanal hoch. Wir können dann schon mal anheben und übers Wasser. Dafür haben sie diesen Spezialkran. 800 Kilo wiegt ein Boot. Bis zu 12 Personen können später damit fahren und viele Tiere vom Wasser aus beobachten. Eine der Hauptattraktionen im Zoo Hannover. Wir sind überall dabei. Wir gehen tatsächlich auch selbst im Frühjahr noch mal ins Wasser oder auch im Herbst, je nachdem, wie es die Auftragslage so hergibt, um die Uferkanten freizuschneiden. Da haben wir dann auch selbst unsere Tauchanzüge an. Die Männer im Wasser hängen jedes Boot an ein Drahtseil. Dieses zieht unter Wasser die Kähne über die Strecke. Boot für Boot kommt in den Fluss, bis nichts mehr geht. Die Boote sind stecken geblieben. Mitten auf der Strecke. Da ist er. Ist alles abgebrochen hier. Der kommt auch. Ich vermute mal, dass sich da heute Morgen an einem kleinen Ast irgendwie das erste Boot verhakt hat und hat den größeren Ast dann gleich mitgezogen. Im Sambesi stauen sich die Boote. Kollege Jan aus dem Gärtnerteam packt schnell mit an. Jawohl, dann haben wir es schon. Das wäre super. Ich gebe euch das hier mal rein, wo ich so rankomme. Könnt ihr das gleich da drüben mit auf die Flamingo-Anlage bringen? Ja. Ja, Handsäge. Ab jetzt läuft alles reibungslos. Die Sommersaison im Zoo Hannover kann kommen. Ich finde das immer schön, wenn dann die Besucher, weil gerade die Bootsfahrt wird oft nachgefragt vom Besucher, wo die ist, wann die fahren, die Boote. Und das ist immer toll, wenn man da mit bei war. Unsere Arbeit findet ja hinter den Kulissen hier für die Leute, für die Besucher statt. Und das macht den Zoo dann jeden Tag ein Stückchen mehr zu dem, was er hier ist.